Liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Hier heute aus Schweden, herrliches Wetter, super bulle warm. Wir haben 28, irgendwas zwischen 28 und 30 Grad. Es ist einfach bestes Badewetter. Wir machen hier unsere Schweden-Kanu-Tour und haben hier so zwei Tage Standlager eingerichtet. Einfach so, weil es unser Urlaub ist und wir auch einmal Entspannung haben wollten. Und da schlafen wir natürlich in Zelten. Im Hintergrund seht ihr mein neues Zelt. Und was das für ein Zelt ist, könnt ihr euch sicher schon erahnen, von welcher Marke. Hier steht schon was. Aber ich gehe da jetzt mal näher mit euch drauf ein. Kommt mal mit. So, schaut euch das mal an. Das hier ist ein tolles Zelt. Wir haben hier ein Ultraleichtzelt. 1,5 Kilo. Das ist die Dreier-Version von Mira HL. 1,5 Kilo. Wir haben jetzt ein bisschen mehr, weil wir den Footprint dabei haben. Und dieses Zelt ist, wie soll ich sagen, es ist wirklich top für drei Jahreszeiten ausgerüstet. Wir haben hier nämlich eine Funktion, die richtig toll ist. Wir können hier das Dach hochklappen, wie bei einem Cabrio. Und ich zeige euch das mal eben, wenn ihr so viel Zeit habt. Kommt mal mit, ich klappe hier mal das Dach hoch. Da muss man einfach nur wegklippen. Zack, zack. Und schon hat man einen freien Ausblick. Das kann man zu beiden Seiten machen, auch nach hinten. Wir haben immer, weil von einer Seite Wind kommt und das so ein bisschen muggeliger ist, lassen wir immer nur eine Seite auf. Wenn es jetzt, dann wacht man auf mit einem atemberaubenden Blick. Ich nehme euch gleich mal eben mit da hinein. So, liebe Leute, ich sitze jetzt hier mit der Insta360 im Zelt. Das ist ideal dafür, um ein Zelt von innen zu zeigen. Ich kann euch damit drehen und wenden, nach oben gucken lassen und so weiter. Das ist super cool. Das hier, wenn ich das, ist der Ausblick nach draußen. Ihr habt hier wirklich, ihr liegt hier drin, ihr habt ausreichend Platz und Raum und könnt nach draußen gucken. Hier oben ist eine Abspannleine, da kann man was dran aufhängen, Lampen, mal ein paar Socken oder was man so hat. Mesh-Eingänge, das gesamte Innenzelt ist ein Mesh-Mix. Das obere Dach ist aus Leichtstoff. Ja, ich habe hier einen silikonisierten Bodenstoff, der natürlich nicht sehr stabil ist. Das muss man eben auch wissen. Solche Zelte sind oft sehr leicht gebaut und hier dieses 3HL hat wirklich viel Platz und ist aber dadurch eben auch nicht so ein Bunker, wo man sagt, der kann jedes Wetter ab. Der kann einiges ab mit Sturmleinen und so weiter. Aber ich würde mal sagen, irgendwann ist hier auch die Grenze erreicht. Deswegen ist das auch nur ein Drei-Jahreszeiten-Zelt. Aber was es bei drei Jahreszeiten macht, ist einfach wirklich hier abends. Man hat so ein geiles Klima und man wacht auf mit diesem Seeblick. Das ist einfach atemberaubend schön. Man hat hier die Türen zum Schließen mit zwei Wegereißverschlüssen. Und was ich immer ganz geil finde bei Expat, sind die Leuchtnupsis, so dass man im Dunkeln findet man die Zipper ganz schnell wieder, wenn man mal raus muss, mal auf Toilette muss oder was, oder das eilig hat. Ja, so ein Leichtmodell hat natürlich seine Schwächen. Und wenn irgendwas super leicht sein soll, fehlen Sachen, die so ein bisschen Komfort, wenn man reist, Komfort bedeuten. Ich finde das immer ganz geil, wenn ich hier eine Tasche an der Seite habe, da irgendwo in der Ecke. Und es ist klar, dass sowas dann zu der Sache zum Opfer fällt, weil es einfach eben nicht geht, Leichtbau und gleichzeitig hier noch viele Goodies einzubauen. Daher eben hier noch so eine leichte, ganz leichte Dyneema-Leine drinne, mit der man die Geschichte hier auf leicht trimmt. Alles sehr, sehr, sehr funktionell. Jeder hat zu seiner Seite eine Abseite, die vollkommen ausreichend ist. Also da passt gut mein Hund hin, Münsterländer, passt hier rein.
Apropos Hund, man muss vorsichtig sein. Also wir sind hier ganz vorsichtig mit, dass der Hund nicht den Boden zerreißt mit seinen Krallen. Da muss man, aber dennoch waren sie hier schon drinnen, die beiden Rabauken, und haben hier auch Ramenta drin, und das hat das Zelt auch überstanden. Also gar so empfindlich scheint es nicht zu sein. Wir haben Footprint unter, was ich als sehr wichtig erachte, wenn ich jetzt, es kommt ja jetzt nicht bei uns auf diese 170 Gramm drauf an, und wir haben hier ein Footprint unter, weil hier einfach ganz stark Nadeln, Kienäpfel und so weiter alles vorhanden ist, und daher bin ich da lieber auf Nummer sicher gegangen. Auf jeden Fall ist das ein Traum, hier rauszugucken und morgens aufzuwachen und auch die ganze, keine Stauhitze oder sowas zu haben. Das ist richtig toll. Hier an der Abseite, wenn das geschlossen ist, sind Plättis, und hier kann man mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss aufmachen, und man kann hier, das finde ich auch ziemlich gelungen, ein Klett einhaken und hat dann eine Belüftung zusätzlich, wenn man es geschlossen hat. Das bringt sehr viel, weil auch bei Regen kann man das so überlappen lassen, und dann hat man da einen guten Durchlüftung. Natürlich sollte man darauf achten, dass dann die Windrichtung von da kommt, sodass da nicht gleich der Regen in die Richtung reinhaut. Standardmäßig ist das Zelt wieder mit den Expert-Zeltaufwickler-Säckchen versehen. Hier mit Dyneema-Cord mit Reflex drinne, also alles sehr, sehr hochwertig. Hier oben, das finde ich cool, von oben der Leinenspanner. So habt ihr von oben einfach, da müsst ihr euch nicht mehr bücken. Zack, zack, gemacht. So simpel, so einfach, so eine geile Idee, von oben spannen, nicht mehr nach unten, da an irgendwelchen Leinspannern rumfahren. Und man kann das Ganze dann hier so aufwickeln. Einfach das Ding über die Hand stülpen, das Leinensäckchen einfach herumwickeln mit um die Hand mit dem Säckchen. Einfach umkrempeln, krempeln, 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 fertig. Hinterher kann man es einfach aufmachen und es hat sich nichts verheddert. Hier ist alles sehr hochwertig. Mit Cordura, Abspann, Loops. Das ist sehr stabil. Wir haben hier ein DRC Featherlight Gestänge. Das sieht super schick aus. Ist alles sehr wertig. Kann man hier einfach einhaken, das Überzelt, das Innenzelt. Einfach hier Finger und aushaken. Und dann, na? Und dann hat man das so beieinander. Und hier, das sind so ringsherum so Einhakhülsen. Das geht super simpel und ist idiotensicher im Aufbau. Richtig gut. Hier seht ihr so Klipse. Das ist wie bei Hilleberg. Zack, zack, zack. Das ist binnen Sekunden gemacht. Das erst spannt man das unten, hakt man das in die, das Zelt in die Aufspannhaken ein, wie hier oben auch, und dann klipst man das einfach ein. Also ist wirklich ganz, ganz einfach zu bewerkstelligen. Das Zelt erklärt sich von selbst im Aufbau, und ja, ist ratzfatz aufgebaut, finde ich super gut. Jo, so sieht das dann aus. Ich bin mal hier. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Hier oben wird das Überdach einfach mit so einer Schlaufe eingehakt. Und hier ist auch so ein Clip, den man einfach einhakt. Das ist der Zentralclip. Und damit steht das gesamte Ding. Daran wird es dann hochgezogen. Das Zelt hat sehr... Ihr seht, es ist nicht abgespannt jetzt. Wir haben keine Sturmleinen gesetzt, weil hier weht es nicht doll. Und wenn, setze ich neben eine Sturmleine raus. Wir hatten den einen Tag ein bisschen Wind. Da hatte ich eine Sturmleine gesetzt. Und da war es doch sehr, sehr stabil. Hier haben wir gerade eine Zecke, die versucht hier hochzukratzen. Ja, für wen ist so ein Zelt gedacht? Das müsst ihr für euch selber herausfinden. Ich sehe darin keinen Sturmbunker, aber dennoch könnt ihr davon ausgehen, dass das einiges aushält. Viele, viele Videos gibt es eben, wo diese Art Zelte, gerade bei kanadischen Trackern wie hier Ted Beard und so weiter, die benutzen das, Joe Robinet, haben ähnliche Zelte. Und da muss man auch sehen, dass der ganze Zelttypus dieser Zelte sehr, sehr ähnlich ist. Ob ich ein MSR nehme, ein Big Angus oder ein, wie heißt das hier, oder ein Expert.
Sie sind vom Zelttypus sehr, sehr, sehr ähnlich und von daher würde ich mal sagen, das haben sie aber in diesen Videos schon gezeigt, was sie eigentlich abkönnen, dass die Leute damit sogar im Winter losgezogen sind. Also Abspannpunkte kann man noch weitere dazu an, sich noch Sturmleinen dazu machen. Da wäre auch noch eine Möglichkeit, das nochmal zu verstärken. Aber in erster Linie sehe ich definitiv in diesem, mit diesem Innenzelt einfach den Vorteil darin, dass man einfach ein gut durchlüftetes Sommerzelt hat für Touren, für leicht Wandern oder irgendwas, Bikepacking. Ich habe das Mira 1 HL, also das einer Version, und werde demnächst auch mal eben das nutzen auf einer Bikepacking-Tour. Und damit kann ich man eben sehen, wie klein das ist, dieses Zelt, weil sie sind sehr, sehr, sehr klein verpackbar. Und wenn man das Gestänge dann extra packt, irgendwie an der Seite, am Rahmen oder sonst wo, hat man wirklich nur so eine kleine Pampelmuse dabei. Und das ist ein ganzes Zelt. Das ist schon erstaunlich. Mir gefällt es sehr gut. Also ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte es unbedingt testen und bin super zufrieden damit. Also gerade so hier im Sommerurlaub, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Also die gesamte, das gesamte Raumklima ist atemberaubend und dann dieser Cabrio-Ausblick, Sternenhimmel gucken, alles Mögliche. Einfach toll. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick über dieses Zelt geben. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt das mal ein paar Fragen in den Kommis. Ich versuche, die zu beantworten. Und ansonsten, habt ihr schon Erfahrungen mit solchen Ultraleichtzelten im Langzeitbereich? Ich muss sagen, Langzeit nicht. Aber was dieses Zelt jetzt in den letzten Tagen schon mit den Hunden mitgemacht hat und keine Schäden davon getragen hat, spricht eigentlich für die Materialien. Von daher nehme ich mal an, dass es auch eine ganze Weile halten wird. Aber diese dünnen Stoffe sollten wir uns auch bewusst sein, mit UV-Strahlung und so weiter altern denn doch schneller als ein dickerer Stoff. Und das wird dann sicher das Haupt-K.O.-Kriterium für Ultraleichtzelte sein, was aus meiner Erfahrung sind eben die UV-Strahlung. So, das war's aber jetzt. Vielen Dank fürs Schauen. Wir werden jetzt gleich mal rausfahren zum Angeln und eine gute Zeit hier haben. Bis denn.